Ja, ich dachte, ich nehme das mal auf. Das hatten wir vorher nämlich noch gar nicht. Für mich als Epileptiker ist das richtig scheiße. Oh Mann. Aber ich glaube, die Olle ist weg. Ja. Gut, also ich habe soweit alles wieder offen. Ich habe das Prisma, habe ich auch wieder hier. Und wir sind auch wieder oben. So, wir setzen jetzt das Prisma ein. So, rechts ist das Licht angegangen. Wieso ist das Licht aus? Hä, na, wir hatten doch sonst immer das Licht an. Was ist jetzt anders? Was ist jetzt anders als vorher? Da kommt unsere Medusa schon wieder. Jetzt muss ich überlegen, was habe ich vergessen oder nicht gemacht? Ich meine, ich habe ja Notizen auf meinem Zettelchen hier vor mir. Ich habe alle Zimmer offen. Ich habe ja schon einen Screenshot gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Und hier sind nur 1, 2, 3, 4 Schlüssel drauf. Die geht jetzt. Ja. Was habe ich verpasst? Also, aus dem Bad habe ich die Dingens genommen. Ah, das Zahnrad. Den Raum mit dem komischen Brief. Die Küche, wo das Prisma her ist. Und im Ständerraum sind wir jetzt. Warum ist das Licht hier nicht an? Habe ich irgendwas? Falsch gemacht. Ah, das habe ich vergessen. Okay. Okay. So. Also wir können das nur bis dahin drehen. Aber soweit ich weiß, ist ja auch ein Geist erschienen, ne? Sollen wir das jetzt bis nach ganz, so ganz nach unten? Ich, keine Ahnung. Hier, das sind nur Boxen, wa? Ja. So, ich warte jetzt, bis die Olle nochmal kommt. Die lässt ja eigentlich nicht so lange auf sich warten. Ja, und da müssen wir gucken. Also irgendwo haben wir wohl einen Raum, der dunkel ist oder so. Und durch den Winkel von dem Prisma, je nachdem, wie wir den wohl setzen, geht das dann irgendwie wohl heller. Aber welcher Raum war so dunkel? Das ist natürlich jetzt die Frage. Ich gehe gerade im Kopf nochmal alle Räume durch, aber na komm. Okay, also ich habe auch schon speichern können. Also das heißt, wenn ich jetzt verrecken sollte, muss ich einfach nur wieder hier hochlaufen und das Prisma einsetzen. Ja. Der Winkel von dem Prisma, also hier gibt es aber jetzt auch nicht irgendwie einen Hinweis, wie wir den setzen können, oder? Das ist das Höchste.
weiß nicht, liegt da irgendwas? Ne, liegen tut da auch nichts. Ein Riss im Boden sehe ich jetzt auch nicht wirklich, wo das durchleuchten könnte. Das ist das Höchste. Keine Ahnung. Ich gehe mal raus und gucke, ob der Geist da ist. Da ist er. Was? Von wo? Oh. Schnell, schnell, schnell. Ah, Grübel, Grübel, Grübel. Wo könnten wir... Wir sind ganz rechts, ne? Ja, weiter rechts geht's nicht. Also ich versuche auf jeden Fall diese Sequenz zu vermeiden, wo ich weglaufe, aber sie mich trotzdem noch sieht und ich dann diesen Balken da in diesem Bereich bleiben muss. Weil das tut mir nicht so gut. Na, du hast aber lang gebraucht. Oh, bitte seh mich nicht. Ich stehe ganz rechts. Oh nein. Oh. Hab ich mich erschrocken. Also jetzt nicht so, ich war im Schock, sag ich mal so, ne, weil die so nah gekommen ist. Ich dachte schon bei diesem Fenster oder Spiegel oder was das hier ist, dass die da... Den Brief können wir noch immer nicht lesen und das ist wahrscheinlich immer noch zu. Ja. Tja, also hier oben ist eigentlich so nichts mehr. Das heißt, wir müssen nach unten. Ah, vielleicht zeigt er mir das, wo ich hin muss. Wo ist die? Okay. Warte, wir speichern, wenn wir schon hier sind. Ui. Okay. Was ist passiert? Ah, das ist jetzt der Raum. Ja, okay. Das heißt jetzt nochmal nach oben und jetzt können wir das Prisma drehen. Ich denke, jetzt haben wir oben ein Loch im Boden. Pass auf, wir speichern nochmal. So. Das ist nett, dass die uns da so ein bisschen helfen. So, ich gehe lieber langsam, falls ich vor der Medusa weglaufen muss. Oh ne, hier ist die Küche. Hier sind wir voll falsch. Mussten, glaube ich, hier hin, ne? Na, hier rasen wir mal kurz durch. Weil hier sind wir im Treppenhaus. Okay. Nein, nein, Taschenlampe aus. Bitte einmal rauf. Okay. Komm, renn, 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 okay. Unser Herzschlag ist ruhig, das ist gut. Das ist ja der Vor also das ist ja eine der Voraussetzungen. Und die Taschenlampe ist auch aus. Das heißt, wenn die jetzt hier reinkommt, dürft sie uns eigentlich nicht sehen. Das ist gemein.
man muss, also ich habe jetzt unten gespeichert, ich muss rauf das Prisma einsetzen, dann muss ich wieder runter, muss das Loch quasi verursachen, dann muss ich wieder rauf, dann den Winkel setzen und dann wahrscheinlich wieder runter. Madame Tusnelda, da kommt wohl nicht. Und dann wahrscheinlich wieder in diesen Raum, weil das ist das Einzige, wo wir weiter können eigentlich. Obwohl, vielleicht kriegen wir was von unten für diesen Raum hier oben. Oh Gott, das heißt, ich muss noch 3, 4 Mal rauf, runter latschen. Weil hier die Tür ist zu, den Brief können wir nicht lesen. Okay. Dann schauen wir mal, wie richtig die Theorie ist. Ja, da ist das Loch im Boden. Ach, hätte ich das mal direkt. Okay, die kommt auch schon wieder nach oben. Wir verstecken uns erstmal. Okay, wir bleiben hier, wir warten hier. Herrlich. Okay. So. Also ich hätte mir hier schon ein Grammophon gewünscht, irgendwo hier oben. Das wäre einfacher gewesen. So, das Prisma ist ganz unten. Ne, das war der Raum mit dem Brief, ne? Ja. Rauf, ne? Dauert das so lange mit ihr? Oh. Wir verstecken uns hier noch mal kurz. Ich meine, die Hälfte des Weges haben wir schon geschafft. Ja, mein Mädchen schläft jetzt auch fast eine Stunde. Die wird auch gleich wieder wach. Oh nein, oh nein. Komm, renn, 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 renn. Schneller, schneller, schneller. Herzschlag ist ruhig. Taschenlampe ist aus. Okay. Das Einzige, was hier nervt, ist, dass das Geschrei von dem Baby sich anhört wie so eine Ziege. Die auch noch Tollwut hat oder so. Mein Gott. Unglaublich. So, kommt die jetzt rein oder nicht? Scheint nicht. Okay. Wir speichern, ganz klare Sache. So. Ja, was ist jetzt mit dem Licht? Oh, oh. Ach, der Typ nervt sowas von. Ja, das ist ja nichts Neues, dass er auf uns wartet.
seine Hilfe kennen wir, ne? Das helfende Händchen hat er ja schon genommen und wiedergegeben. Guten Morgen, Schatz. Ach, jetzt kriegen wir von dem quasi so die Übersetzung für den Brief oben. Ah, der Typ nervt sowas von. Können wir auch mit dem Klavier spielen? Tatsache. Ah, das ist, dafür brauchen wir wahrscheinlich den Brief oben. Ja gut, okay. Dann war es das hier, glaube ich. Ich gehe hoch. Nee, doch, wir gehen hoch. So, wie immer speichern und dann holen wir uns den Zettel von oben.